Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Works and Resources Soviet Republic hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich habe hier direkt eben schon was gesehen, was mich überhaupt hier gerade stört. So, zack. Genau. Fahrt einfach. Geht doch. Guck. Jetzt baut er hier Oberleitung hin. Wunderbar. Cool. So, jetzt müssen wir halt gucken, dass wir das hier langsam alles aktualisiert bekommen. Damit wir hier die elektronische Verbindung herstellen können. Oder die elektrische Verbindung. Wir haben im Moment sehr viel Geld. Deswegen mache ich das jetzt hier einfach mal schnell mit Geld. Weil, ganz im Ernst, bevor wir uns hier zu Tode mühen und danach nichts mehr funktioniert. Na? So. Kommt mir das nur so vor, da ist der Sound sehr leise gerade. Ich mach lieber mal eins lauter, man weiß ja nie. Das muss ich mir dann halt danach mal kurz anhören. Der fährt hier wenigstens angenehm voll. Ja, hier wird noch fleißig gebaut. Hier sind noch fleißig die Bauarbeiten im Gange. Hier ist er auch schon elektrifiziert. Der wartet halt darauf, dass er abladen kann. Er hat nur noch 4,1 Tonnen da. Hier hatten wir ja auch schon gebaut, genau. Habe ich da ein Chain-Signal stehen? Warte mal. Ja, da steht ein Chain-Signal. Warum steht da ein Chain-Signal? Kritisch. Kritische Angelegenheit. Guck mal, da kommt einer. Tut, tut. I'm a train. Tut, tut. Zack, da war er leer. Der ist halt schneller leer, als er voll ist. Weil wir produzieren hier mittlerweile Stahl ohne Ende. Hier fährt unser wunderschöner Kraftstoffzug. Ja, wir müssen wieder etwas treibstofflos werden. Oh, Bitumen ist auch nicht mehr so viel da. Wir verbrauchen halt zu wenig Treibstoff. Das ist das Problem. Der Zug ist da. Jetzt können sie wieder produzieren, ganz entspannt. Läuft, oder? Was sagt unser Öl? Ja, easy. Kein Stress an der Stelle. Alles klar. Was macht unsere Straße hier oben? Wird, gebaut von Hand und benötigt Asphalt. Gibt es da irgendwelche Probleme beim Asphaltwerk? Halt. Hier drüben ist es. Nein, gibt keine Probleme. Gibt es irgendwelche Probleme im Baubüro? Hier ist alles in Ordnung. Hier ist auch alles in Ordnung. Gut, hier oben ist halt auch noch Straßenbau im Moment im Gange. Da fehlen halt noch elektronische Komponenten, also die Beleuchtung und sowas. Oh, hier fährt ein Getreide. Ah, ne, es ist ein Broadman. Hier fährt wieder zur Nahrungsmittelfabrik. So, die sind auch gleich fertig. Wenn die Straße fertig ist, können wir den Abschnitt noch machen. Und hier haben wir ohne Beleuchtung. Hier ist die Walze gerade zugange. Hier wird noch asphaltiert. Hier wird sogar noch gebaut gerade. Okay. Sieht doch gut aus, soweit. Überall hier diese Blitze so. Ich kann nicht. Ich kann hier so nicht arbeiten. Könnte man dann halt auch parallel eine Zugstrecke irgendwann langführen, weil die Strecke ist ja an sich in Ordnung. Ist zwar nicht optimal, aber besser als nix. Ja, das wird noch einige Folgen dauern. Wir sehen ja in Folge 101, ja. Also, es wird schon irgendwann. Es fehlt halt einfach der Asphalt. Warum fehlt hier eigentlich das eine Construction Office? Das könnte die ganze Sache doch deutlich beschleunigen. Guck, da fährt sogar jetzt der Asphaltfertiger los. Alter, der hat einen ganz schön weiten Weg jetzt vor sich. Kritisch. Kritisch an dieser Stelle. Bitumen.
nicht. Was? Das Ziel ist voll und benötigt keine Ressourcen. Okay, wenn das als voll zählt, ist das ja in Ordnung. Ah, guck mal, hier wird Asphalt geholt. Die brauchen halt überhaupt nichts anderes. Ach doch, die brauchen schon ganz schön viel Bitumen, theoretisch. Ah, guck mal, die sind auch nicht ausgelastet gerade. Was macht denn hier unser... Oh ja, Kornspeicher ist voll. Hier sammeln sich wieder 1000 Tonnen und sowas. Oh Mann, läuft. Was sagt mir denn der Stadt, die Stadt, Gründungsdatum? Aha. So. Also hier wird ganz fleißig produziert, das ist ja auch schön. Hier auch, hier ist ja sogar voll. Damit hätte ich nie gerechnet. Was ich jetzt nochmal nachgucken will, ist, ob wir jetzt wieder verkaufen oder nicht. Kornspeicher haben wir hier auf 50% gestellt. Wenn wir den auf 70% stellen. Dann sagen wir, verkaufen was davon. Im Notfall. Weißt du, entladen und dann halt nur pflanzen, theoretisch. Gut, ich glaube halt ein großes... Die stehen hier einfach rum. Okay. Ich wollte gerade sagen, ein großes Problem wird bestimmt sein, dass hier... Was weiß ich, dass sie nicht nachkommen im Abholen, so rum. Aber eigentlich sieht es hier ganz gut aus. Genau, die sind hier bei diesem... Hä? Ach, die werden vom LKW abgeholt. Die sind noch... Das Feld ist nirgendwo mit eingeplant. Das erklärt so einiges. Bauernhof 2, oder? Dann schmeiße ich hier einen von den... von denen raus. Ja, aber es bringt mir ja nichts. Und ich will das jetzt auch ungerne... den hier unten zuteilen. Weil die haben auch nicht mehr so viel Platz, glaube ich. Zuteilungskapazität. Weil ich muss ja dann auch wieder hier den hier zuteilen. Ach halt, den habe ich doch glaube ich sowieso zugeteilt, oder? Ja, den Kornspeicher habe ich ja sowieso zugeteilt. Stimmt, da war was. Weil ich das ja hier runterbringe. Ja, okay, dann kann ich das auch machen. Jetzt funktioniert es auch. Ach, das ist nur der zugewiesene Bauernhof. Ups. UPS, würde ich sagen. Aber der ist wirklich niemandem zugeordnet. Krass, dass der mir immer so durch die Lappen gegangen ist, wundert mich gerade. Ah, es flackert schon wieder in unserer Stadt. Ja, warum wohl? Weil bestimmt irgendwo die Züge wieder rumstehen. Jawohl. Da oben sehe ich's. Ja, komm, geil. Ihr miesen Pedern, ey. Ich glaube, ich muss hier ein Chain-Signal hinsetzen. Dass wenn hier hinten rot ist, dass das hier rot ist. Weißt du? Weißt du, wie ich meine? Weil hier funktioniert es ja auch. Gut, die Strecke nutzt aber halt keiner. Hier. Weil die führt nur hierher. Warum ist jetzt hier rot? Das ist blauer Abschnitt. Und was ist im blauen Abschnitt? Nix ist im blauen Abschnitt. Hä? Das sind immer so Sachen, weißt du, da denkst du dir so, nö. Komisch, ey. Echt komische Sachen hier. Dinge geschehen. Das kann man gerne hier kurz im Blick, wenn hier mal drüben wieder ein Zug vorbeifährt. Was geht hier noch ab? Mein Freund, du stehst da vor dem falschen Ding. Komm, gib Gas. Der kommt dann nicht weg. Ah, jetzt geht's. Ah, der fährt da lang.
Interessant. Cool. Kann er auch machen, wenn er das unbedingt möchte. Das erklärt auch, warum unser Kraftwerk nicht funktioniert. Ah, die fahren hier schon über das eine Gleis wieder drüber. Dann ist die Sache ja klar. Klar, genau, mit G. Klar wie Glose Blühe. So. Das müsste so irgendwie passen. Oder warte, wir machen den hier weg und setzen den hier vorne hin. So, dann bleibt der Bahnübergang im Notfall hoffentlich frei. Wobei, das funktioniert wahrscheinlich dann eh nicht. Nicht. Nicht funktioniert da. Nicht. Da fährt der Kohlezug. Ich wollte gerade sagen, fahr doch einfach oben rum. Genau, jetzt zeigt das Chain-Signal rot, weil hier hinten auch rot ist. Das ist gut. Das finde ich sehr gut. Alles klar, passt. Ich wollte gerade sagen, warum zeigt der hier Beleg dann? Das hat halt wieder mit der Größe des Blocks zu tun, weil das alles da dazugehört scheinbar. Nicht gut. Ah ne, halt der rosa Abschnitt. Achso, weil das hier alles rosa Abschnitt ist. Na, ah, das gehört auch noch mit dazu. Weil hier im Moment kein Signal steht. So. Alles klar. Ah, jetzt müssen wir halt gucken, dass wir irgendwann hier noch weiterkommen. Also ich finde, in Transportfieber ist das mit den Signalen etwas einfacher. Aber nur gefühlt. So, der baut hier Schienen wieder. Ein Stück. Ah, der ist gerade on the road. Ja, der fährt gerade zurück ins Depot. Depot. Der Pottwal. Was geht hier ab? Alter, wir haben mittlerweile 10 Millionen. Ich habe jemanden gesehen, der noch mehr hat. Also, das ist schon heftig. Der hat noch mehr Money Money. Ah, der Asphaltfertiger ist zurück. Guck mal. Ah, jetzt wird hier auch asphaltiert. Guck mal an. Wie sieht's hier oben aus? Wir können den ersten Einbahnverkehr machen, würde ich sagen. So. 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 Und dann ist das hier natürlich entgegengesetzt. So. Alles klar. Ey, die zwei. Wie richtige, also so richtige Streithähne. Das ist aber, weil ich hier die Signale noch nicht umgebaut habe auf Einbahnverkehr. So, jetzt. Wobei man sagen muss, hier muss eins noch hin. Mach ich das hier weg. Kommt das hier rüber. Hier soll ja am Ende nicht so viel Verkehr sein, aber dadurch, dass es ja Straßenbahn sind, dann am Ende können wir hier den Block ein bisschen kürzer zusammensetzen. So, damit die einfach, weil Straßenbahn sind ja nicht so lang. Da ist es dann nicht so schlimm. Wäre schön, wenn hier im Moment noch keine Arbeiter warten, so wie hier. Warum wohnen hier keine Leute? Ich komme ja sogar zum Einkaufszentrum von da. Also irgendwie
Was sagt denn die Bevölkerung, weißt du? Dieses Jahr. Todesfälle ist in Ordnung. Fluchten sind auch. Geht, also ist angenehm, würde ich mal sagen. Geburten, ja, okay. Stau. Ich glaube, wir brauchen ein zweites Krankenhaus. Das können wir ja hier hinten hinbauen, zum Beispiel. Kindergarten ist voll. Schule geht voll in Ordnung. Medizinische Universität geht voll in Ordnung. Studentenheim wohnt keiner, finde ich gut. Und Technische Universität ist so gut wie keiner. So. Ohne Job. Warum habe ich Arbeitslose eigentlich? Wir haben 1300 Arbeitslose. Warum haben wir so viele Arbeitslose? What? Alter. Hier fehlen überall Leute. Aber das ändert sich vielleicht, wenn die dann hier diese Anbindungen haben. Diese vielen. 9. So, jetzt funktioniert das. Jawohl. Oh Mann, ey. Oh man. Okay, wie sieht's denn hier eigentlich? Warum wird hier eigentlich nicht gebaut? Fehlt irgendwas. Wir haben mehr als genug Stahl, ja? Keine Verbindung? Warum? Ah. Geht's jetzt? Ja, jetzt geht's. Guck mal, da kommt er. Ha! War nur ein kleiner Fehler in der Planung. Hab keinen Gleiswechsel gehabt für die. So funktioniert die ganze Geschichte. Jetzt kann er auch die Oberleitung bauen. Ich frage mich dann, warum es vorher funktioniert hat. Ah, wahrscheinlich, weil hier vorher die Signale anders standen. Okay. Wenn die Route fertig ist, können wir auch die anderen Routen wieder ein bisschen anpassen. Mitarbeiter geht hier voll fit. Warum haben wir keinen... Haben wir so wenig Kohle? Der braucht halt hier oben echt lange zum Beladen. Geht eigentlich, hey. Ah, wie wär's, wenn wir einen zweiten Kohlezug machen? Wenn wir einen zweiten Kohlezug klar machen. So, das heißt, einmal hier. Ich glaube, das machen wir... Ah, das wäre dann was für eine elektrische Lokomotive dann in Zukunft. Letzte Chance zum Kauf, Trolleybus. Stimmt, das wäre auch mal was dann für die Zukunft. Trolleybusse in unserer Stadt. Unsere Stadt soll schöner werden. So. Wir können hier mal wieder. So ein bisschen. Und dann haben wir hier so. So ein bisschen. Und hier so ein bisschen sagen. Jo, wie wär's denn, wenn ihr mal ein bisschen euch mit Beleuchtung beschäftigt. So zum Beispiel. So, guck mal, jetzt haben wir hier Einbahnverkehr. Das funktioniert auch einwandfrei. Die fahren hier ziemlich zügig durch. Das funktioniert auch. Dann können wir hier jetzt noch upgraden auf Beleuchtete. So. Hier können wir auch noch eine Beleuchtung ranpacken. Da kann man auch noch was hinbauen, Alter. Also mit Asphalt geht uns die Arbeit nicht aus, im Moment. Zur Zeit, zumindest. Keine Angaben. Wobei ich ja hier, den habe ich, glaube ich, vorgeschrieben, teilweise dann, wo sie hingehen sollen. Genau zu Ost zum Beispiel. Ich glaube, wir brauchen ein paar mehr Kinder, also noch mehr Kindergarten, weißt du? Kirche beschweren sich viele, Sport, okay. Kneipe.
Qualität der Wohnung 92%, Durchschnittsalter, Durchschnittslebensdauer, okay. Ah, sinkt ein bisschen, okay. Konnten kein Krankenhaus besuchen, ja komm. Ihr stellt euch was an. Als ob das so ein Bagdad wäre, weißt du? Ja, gut, also relativ gesehen. Okay. So. Haben wir hier noch irgendwo... Das war so klar. Das war so klar, dass es hier wieder Probleme gibt. Es gibt immer Probleme, sowas. Guck mal, das bauen die schon von Hand fertig. So. Und welche Straße hat der? So, okay. Ja, der bleibt da halt stehen, okay. Ist egal, der blockiert ja nichts. Der nächste. Ach, halt 451 will der. Einstein 27, danke für dein Follow und herzlich willkommen. Hallo. Ach, der kommt hier nicht hin. So, jetzt, okay. Alles klar, dann war's das mit einer weiteren Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, abonnieren, Daumen hoch und die Glocke drücken. Und dann seid ihr auch ganz sicher wieder in der nächsten Folge mit dabei. Bis dahin, haut rein. Tschüss.